Moin Moin! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ja, wir haben geplant, diese Woche loszufahren, aber bevor wir das machen können, sind wir gerade in der Werkstatt und müssen nämlich noch ein paar Sachen erledigen, damit wir TÜV bekommen. Klar, die vorderen Reifen werden gerade gewechselt und noch ein paar Kleinigkeiten werden gemacht und dann gucken wir, ob wir heute oder morgen zum TÜV können. Es ist immer so eine Sache bei solchen Autos mit dem TÜV. Hoffentlich ist alles so weit klar, dass wir auch TÜV bekommen. Dann haben wir 2 Jahre Ruhe und dann kann es losgehen. Also seid gespannt, wir wissen es nämlich selbst noch nicht. Ob wir diese Woche loskommen. Die neuen Reifen sind dran. Das sind Hancock-Reifen. 170 Euro hat ein Reifen gekostet. Also ist ganz schön teuer geworden. Früher haben wir dafür so um die 120 für einen bezahlt. Aber die alten Reifen waren auch einseitig abgefahren, weswegen wir jetzt noch die Spur einstellen lassen müssen. Aber bevor wir das machen können, wird jetzt noch unsere Tankgurte ausgetauscht. Denn beim Einbau unserer Standheizung, die wir jetzt drin haben, wurde festgestellt, dass die Tankgurte durchgerostet sind. Gott sei Dank, sonst wäre uns da irgendwann mal runtergekracht. So, wir verlassen die Werkstatt. Und jetzt sind wir ready to go. Holen uns den TÜV, Daumen drücken, dass alles paletti läuft. Genau, jetzt geht's auch zum TÜV. Wir sind gespannt, ob alles klappt. Ich würde sagen, wir haben TÜV bekommen. Es kann losgehen. Fertig? Ja. Kann losgehen. Yo, da melden wir uns wieder zurück. Wir sind wieder on the road. Ja, Melli fährt. Und ich würde von LKW kommen. Obwohl Melli die schnellere ist von uns beiden. Da muss man schon sagen, weil ich bin eigentlich hier der lahme Fuß. Ja, aber irgendwie. Irgendwie hat er. Ich bin ja auch erst jetzt gerade auf die Autobahn. Ich muss erst mal warm werden. Ne? Muss mal warm werden. Ja, und wir werden irgendwo in der Nähe übernachten. Haben uns einen schönen Spot ausgesucht, wo wir da ankommen werden. Das werden wir euch aber erst morgen zeigen können, weil heute wird es schon so langsam dunkel. Oh, einer steht da schon. Wir sind gestern im Dunkeln hier angekommen. Ja, und jetzt wollen wir mal ein bisschen die Gegend hier erkunden. Wir haben gesehen, wir stehen an dem UNESCO-Weltkulturerbe. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also, kommt mal mit. Ja, wir haben hier auf einem Parkplatz geparkt, den wir bei Park4Night gefunden haben. Und heute Morgen wachen wir auf und sehen, das sieht ja richtig krass aus. Da sind so 3 riesengroße Felsen. Und einer davon ist, glaube ich, sogar begehbar. Auf jeden Fall ist das UNESCO-Weltkulturerbe Hohler Fels. Ja, das schauen wir uns jetzt mal von nahem an. Voll krass, finde ich, sowas zu erleben und sowas zu sehen. Ich meine, gelesen zu haben, dass vor 40.000 Jahren in dieser Höhle
Homo sapiens und Neandertaler zusammengelebt haben. Und die bekannte Venus vom Hohlen Fels, die wurde hier gefunden. Das ist eine der ältesten, sogar die älteste. Eben festgestellt, dass da drüben am anderen Ende des Tals einfach nur Wald ist. Und keine Höhle mehr. Deswegen fahren wir jetzt direkt nach Blaubeuren und gucken uns das alles mal an. Are you ready? Ja. Ja, dann komm doch mal her. Also der Wohnmobilparkplatz, 20 Euro kostet der. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Oh, mal gucken, ob wir was anderes finden. Gefunden, Schatz. Das ist übrigens das ist der Blautopf. Ah ja, ja. Da gibt's Sinn, ne? Ja, geil, oder? Das war's. Mehr gibt's ja nicht. Können wir gehen. Jo, jetzt haben wir gefunden, weswegen wir hergekommen sind. Und zwar den Blautopf. So, das ist eine wunderschöne Quelle mit blauem Wasser. Und man kann halt einfach richtig, richtig tief ins Wasser gucken. Wie tief ist der? 21 Meter. Ich habe Melli gesagt, wir sollen mal auf so einen Aussichtsstein gehen. Und zwar der Blaufels. Da sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir uns nicht verlaufen haben. Aber vielleicht kommen wir auch gleich an. Ich bin mal richtig gespannt, wie es da aussieht. Ist aber echt ein ganz, ganz kleiner Topf. Ganz kleiner blauer Topf, aber das Wasser ist wirklich sehr schön. Auf jeden Fall, schwimmen kann man da nicht gehen. Nö, aber hat sich gelohnt und morgen geht es für uns schon weiter. Wohin wissen wir selbst noch nicht genau, das werden wir jetzt mal besprechen. Genau. Haben so ein paar Ideen. Auf jeden Fall immer weiter Richtung Süden. Und dann würde ich mal sagen, gutes Nächtle, bis morgen, ciao. Jo, es ist mega schönes Wetter. Es ist total warm und noch sehr früh. Und ja, weil ja Vanlife zumindest bei uns immer so ein bisschen faul macht, also weil man ja auch fast überall im Auto hinkommt und eigentlich immer an den geilsten Orten auch im Auto sitzen kann, haben wir uns überlegt und auch vorgenommen, wir wollen ein bisschen mehr Sport machen als die letzten Monate, wo wir unterwegs waren. Und das haben wir die letzten Tage schon gemacht und heute fangen wir auch an, machen ein bisschen ja, Yoga und dehnen uns hier ein bisschen und dann springen wir hier ins kalte Nass. Genau, wir haben hier nämlich ein Freibad in der Nähe gefunden, da fahren wir hin, drehen unsere 20 Runden da und dann fahren wir nach Ulm. Ja, aber das erzählen wir euch dann gleich, was wir da machen. Ganz viele von euch haben uns empfohlen, nach Ulm zu gehen und sich da das Fischerviertel anzugucken und das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Okay,
Wir sind angekommen und zwar auf einem Parkplatz am Donauschwimmbad. 12 Euro kostet hier die Nacht und es sieht so aus. Einfach ein normaler Parkplatz. Wasser kostet auch nochmal extra. Aber es, ich denke mal, es ist okay, 12 Euro. Kann sein, dass ich falsch liege, aber das ist doch niemals im Leben der höchste Turm der Welt. Also, oder? Also für mich sieht er schon ziemlich hoch aus. Ich weiß nicht, also vielleicht täusche ich mich auch. Mir fehlt nämlich ein bisschen Kaffee. Deswegen gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Bei Fred. So heißt das Kaffee. Wir kennen ihn gar nicht. Aber da gehen wir jetzt einen Kaffee trinken und dann schaue ich mir den Turm nochmal genau an. Okay, wir haben den Kaffee getrunken und ich muss ehrlich sagen, ich habe nochmal nachgeschaut. Also, das ist doch der höchste Kirchturm der Welt. Es sind 5 Meter Unterschied mit dem Kölner Dom, ne? Ja. Aber mit bloßem Auge sieht man das natürlich nicht, ne? Ja, jetzt mit dem Kaffeeauge hätte ich das, glaube ich, schon gesehen. So, jetzt ist mein Auge wieder richtig eingestellt, justiert und so. Ja, ist richtig nice. Jetzt laufen wir hier nochmal ein bisschen durch. Ist richtig schön hier. Durch die Altstadt. Ich freue mich, dass wir nochmal hergekommen sind. Und gleich gucken wir nochmal, wo die Blau in die Donau mündet. Bevor wir aber ins Fischerviertel gehen, gucken wir uns nochmal hier die Münster an. Der schönsten Altstädte in ganz Deutschland und auch das Fischerviertel ist richtig schön an der Donau gelegen und jetzt kommt wie versprochen der Ort, an dem der Fluss Blau in die Donau fließt und dafür müssen wir da lang. So, da ist sie schon, die große Blau, die fließt dann hier durch und da vorne mündet sie in die Donau. So ganz weit in den Süden haben wir es dieses Mal nicht geschafft, aber wir legen ein paar Fahrtage ein und ja, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, dann sind wir schon viel weiter unten im Süden. Wir wollen eigentlich nach Italien, mal schauen, ob wir das in der nächsten Woche schaffen. Also, ihr habt gesehen, die Blau fließt in die Donau und wir sagen ciao.